Ich möchte sprechen mit dem Weltkolumnisten Harald Martenstein nun bei mir. Denn man muss es ja ganz klar sagen, aktuell ist Kai Wegner ein König ohne Thron. Und es scheint immer unwahrscheinlicher, dass er jemanden dazu bewegen kann, mit den CDUlern eine Koalition einzugehen. Denken Sie, die Gespräche machen tatsächlich einen Sinn? Also ich bin da nicht aus CDU-Sicht so pessimistisch. Denn es gibt ja jenseits der Inhalte noch ein anderes gewichtiges Argument. Es geht ja auch um Macht und um Posten. Und ein Kuchen, den Sie durch drei aufteilen, bei dem fällt für die einzelne Person weniger ab, als wenn der Kuchen durch zwei geht. Das heißt, eine Zweierkoalition bedeutet mehr Senatorenposten, mehr Staatssekretäre und natürlich auch wahrscheinlich etwas mehr inhaltlichen Einfluss als eine Dreierkoalition. Also Wegner kann da ein hübsches Geschenkpaket schnüren. Aber ja dann vor allem für die Grünen, weil die SPD müsste den besten Posten abgeben. Regierende Bürgermeisterin Giffey ist dann auf jeden Fall degradiert, wenn man so will. Das heißt, für sie gibt es ja wenig sinnvolle Argumente zu sagen, ich bin lieber Juniorpartner. Naja, wie fest Frau Giffey noch im Sattel sitzt, darüber gibt es ja unterschiedliche Theorien und Angaben. Die SPD ist ja immer sehr unsentimental mit gescheiterten Kandidatinnen und Kandidaten umgegangen. Es gibt natürlich für eine SPD-CDU-Koalition auch ein also politiktheoretisches Argument, wenn Sie so wollen. Es gibt ja wirklich eine Spaltung in dieser Stadt, zwei Lager. Es ist oft gesagt worden, das ist eine Protestwahl gewesen. Die Leute sind aus Protest diesmal zur CDU gegangen, nicht zur Linken, nicht zur AfD, zur CDU sind sie gegangen. Und so eine SPD-CDU-Koalition würde die beiden großen Lager in dieser Stadt zwingen, sich so ein wenig miteinander zu versöhnen. Die CDU steht ja für den großen Rand, die Randbezirke, die Grünen und in schwächerer Form auch die SPD, ja für das Zentrum, Prenzlauer Berg, Mitte und so weiter. Also wenn die zusammenarbeiten würden, dann wäre das eine Koalition für die ganze Stadt. Das muss man sehen. Sie sagen, die SPD in schwächerer Form, in ziemlich schwacher Form, ist wirklich historisch schlechtes Wahlergebnis gewesen. Und die Diskussion jetzt ist ja interessant, dass man trotzdem einen Anspruch sieht, eine Regierung vielleicht zu bilden. Bei der Bundestagswahl 2021 war es genau andersrum. Armin Laschet mit einem geringeren Abstand auf Platz 2. Große Kritik von der SPD, dass er nur gesagt hat, er könnte sich Gespräche vorstellen. Jetzt macht man es selber. Welche Seite ist da scheinheilig? Weil jetzt kritisiert jeder jemanden für etwas, was man selber gemacht hat. Ja. Mir fällt dazu immer wieder ein Dichterwort ein von Robert Gernhardt, glaube ich. Die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das trifft auch auf solche Dinge zu. Also das, was einer Partei nützt, ist aus Sicht dieser Partei meistens richtig. Eine Partei, die müssen wir ganz kurz mal anschauen, auch wenn sie in Berlin jetzt keine Rolle mehr spielen wird, das ist die FDP. Denn das muss für die Bundes-FDP auch Konsequenzen doch eigentlich haben. Es ist jetzt eine wiederholte Wahl auf Landesebene, die man verloren hat, seitdem man Teil der Ampelregierung ist. Kann das einfach so an Christian Lindner vorbeigehen? Das weiß ich nicht. Also die FDP hat sich ja geopfert, indem sie diese Regierung eingegangen ist, dass das gegen zwei stärkere Partner eine schwierige Sache sein würde, war abzusehen. Dass es schwer ist, in so einer Dreierkoalition ein Profil zu gewinnen, ist auch klar. Das sieht man ja auch zum Beispiel auch in der Berliner Dreierkoalition. Und sicher wird das Regieren schwieriger werden, auch für die Bundesregierung mit diesem angenockten und aus Überlebensinstinkt aufsässigen Partner. Der FDP bleibt wirklich nichts anderes übrig, als jetzt aufsässiger zu werden. Da sind wir gespannt, was hier in Berlin passiert, aber eben was wir auf Bundesebene auch für Konsequenzen sehen. Vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Ich danke. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.